Wie gerade schon angesprochen, Bühne 4, die Demo-Session, geht heute über das Thema Tricks und Kniffe rund um den QGIS-Atlas. Da hat uns der Klaas Leiner ein entsprechendes Video zusammengestellt, wo er uns dann die nächsten 50 Minuten aus seiner Erfahrung heraus, der sehr viel im QGIS-Bereich unterwegs ist, seine Tricks und Kniffe entsprechend vorstellt und uns diese dann jetzt nahelegt. Dann würde ich sagen, viel Spaß und Fragen beantworten wir dann nach dem Vortrag. Ja, guten Tag zusammen. Aus Kassel begrüßt Sie und euch Klaas Leiner für die digitale Foskis. Heute präsentiere ich Ihnen eine Live-Session zum Thema Tipps und Tricks zum QGIS Atlas. Ja, ich freue mich, dass wir das zumindest so machen können. Noch schöner wäre es gewesen, wenn wir in der Schweiz in Rapperswil wären. So ist das jetzt. Und jetzt werde ich Ihnen ein paar interessante Dinge zum QGIS Atlas zeigen. Zunächst einmal ganz einfach, dann wird es ein bisschen komplexer. Ich habe hier ein Projekt. Sie sehen ein Blattschnittgitter über Freiburg. Da habe ich das mal für gemacht. Grundsätzlich, wer da noch nicht so viel von gehört hat, der QGIS Atlas ermöglicht es, für eine Vielzahl von Objekten ein Kartenlayout zu erzeugen, wo ich vorher ein Grundkartenlayout anlege, welches dann eben für diese verschiedenen Teilgebiete in eine einzelne Layout-Seite umgesetzt wird. Im einfachsten Fall sieht das Ganze aus wie ein klassischer Schulatlas oder ein Straßenatlas. Wir haben ein festes Blattschnittgitter, so wie wir das hier haben, und wollen für jede dieser Zellen eine eigene Seite erzeugen. Ich habe hier ein Layout vorbereitet, ein Atlas-Layout vorbereitet. Wir sehen hier praktisch eine Abgrenzung und eine Karte, und bis jetzt ist hier auch nur eine Seite zu sehen, weil der Atlas ist noch nicht aktiviert worden. Über Atlas, Atlas Vorschau anzeigen können wir das tun. Ein einfacher Atlas ist schnell angelegt. Ich brauche nur das Bedienfeld Atlas und muss als erstes einen Abdeckungslayer definieren. Das ist in diesem Fall dieser Abdeckungslayer Atlas. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Seitennamen zu definieren. Das ist hier die Spalte ID, also einfach diese Nummerierung, die wir hier, wenn ich das Ganze so Anzeige sehen, eine Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Das könnten jetzt auch einzelne Gebietsnamen sein. Es ist grundsätzlich auch möglich, einen Abdeckungslayer zu nehmen, der sich direkt auf die Objekte bezieht, die man darstellen will. Also ich habe einzelne Untersuchungsgebiete oder ich habe Stadtteile, für die ich einen Atlas machen würde, dann kann das sozusagen natürlich auch eine solche Geometrie sein. Es können auch Punktgeometrien sein. Dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das Ganze mit den unterschiedlichen Maßstäben, die dann entstehen, auf der Atlasseite organisiere. So, zunächst einmal ein ganz einfacher Atlas mit einem regelmäßigen Blattschnitt, eine Atlaskarte und einer Übersichtskarte. Ich habe ihn hier noch offen. Der Abdeckungslayer ist definiert, der Seitenname. Wir sortieren das Ganze nach der Seite. Ich gehe zu den Elementeigenschaften der Hauptkarte.
und muss dort noch einmal definieren, dass diese Karte über den Atlas gesteuert wird. Ich kann einen Maßstab festlegen oder einen Rand. Wir haben jetzt 10% Rand. Wir haben nicht festgelegt, dass der Abdeckungslayer versteckt wird. Das kann man auch machen, weil ich möchte jetzt diesen Rand hier sehen und praktisch dieser Rand, der hier außerhalb ist, das ist praktisch der Übergang zur nächsten Seite, wie in einem Straßenatlas. Das heißt, das sehe ich auf der kommenden Seite. Wenn ich jetzt den Atlas anschalte, dann erscheint die erste Seite und man sieht, dass ich jetzt hier auch eine Seitennummer angezeigt bekomme. Die wird aus der Variable AtlasPageName erzeugt und AtlasPageName ist das, was wir hier definieren, also die Spalte ID. Ich habe hier eine Übersichtskarte und wir haben jetzt auch gesehen, wo der Atlas aktiviert ist, ist der Bereich, der sozusagen sich hier überschneidet. Der wird jetzt etwas milchig dargestellt, da ist so eine halbtransparente weiße Schicht drüber und das Segment in der Übersichtskarte, welches jetzt das aktive Atlas-Objekt repräsentiert, wird rot hervorgehoben. Das heißt, ich habe hier eine andere Darstellung als da und das Ganze ist unabhängig jetzt vom Thema Atlas im Kartenlayout sehr gut umsetzbar, also dass ich in zwei verschiedenen Karten zwei verschiedene Darstellungen habe, wenn ich mit Kartenthemen arbeite. Hier sieht man, ein Kartenthema Atlas ist hier ausgewählt für die Hauptkarte und für die Detailkarte ein Kartenthema Atlas Übersicht. Wer mit den Themen noch nicht gearbeitet hat, für die zeige ich das einmal. Das ist eine etwas versteckte, aber sehr spannende Funktion. Wir finden das hier. Hier kann ich jetzt ein Thema ersetzen, ein Thema umbenennen oder ein neues Thema hinzufügen. Ein Kartenthema ist nichts anderes, als dass ich einen bestimmten Zustand des Layerbaums habe. Ich habe bestimmte Layer angeklickt und ausgeklickt. Ich habe für einzelne Layer bestimmte Stile angewendet. Zum Beispiel gibt es für den Atlas-Layer einen Stil beschriftet und einen Stil Atlas, die halt unterschiedlich aussehen. Und wenn ich jetzt einen Zustand hier mir zusammengebaut habe, den ich gerne behalten möchte, also auf den ich immer wieder zugreifen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, dem einen Namen zu vergeben und das kann ich eben über dieses Atlas-Thema machen. Wenn ich jetzt ein Thema hinzufüge und das irgendwie nennen würde, dann hätte ich diesen Zustand benannt und gespeichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Stil Atlas zugreife, dann sehen wir hier diese Darstellung. Wenn ich auf das Thema Atlas-Übersicht zugreife, sehen wir diese Darstellung. Hoppla. Im Layout selber wird die Atlas-Übersicht diesem Layer hier zugeordnet und das Kartenthema Atlas diesem Layer. Jetzt ist es so, dass ich diese unterschiedliche Darstellung, dass hier jenseits der aktuellen Zelle das Ganze blass dargestellt wird und dass ich hier die Zelle rötlich dargestellt bekomme, die angezeigt wird. Das ist in diesem Fall nicht umgesetzt mit diesem Bereich Übersichten, wo man ähnliche Dinge machen kann, sondern das ist direkt in der Darstellung dieses Layers umgesetzt. Und zwar hatten wir schon gesehen, es gibt verschiedene Variablen, die sich auf den Atlas beziehen, zum Beispiel Atlas Page Name. Wenn ich jetzt hier nochmal reingehen würde und in den Ausdruckseditor schaue, bei Variablen, dann sehen wir, dass wir unter anderem Atlas Page Name ist der Name, den wir in den Atlas-Einstellungen definieren. Das ist hier auch einfach nur eine Ziffer, deswegen ist das hier praktisch das gleiche wie Atlas Feature Number, weil das eine Durchzählung ist. Das könnte aber auch hier ein Name eines Gebietes sein. Ganz wichtig ist auch die Atlas Feature ID. Das ist praktisch die Objektkennung. Das ist das gleiche, was ich über den
Ausdruckseditor bei Datensätze über diese Dollar-ID bekomme, mit dem Unterschied, dass eben die Atlas-Feature-ID immer die Dollar-ID des gerade aktiven Atlas-Objektes anzeigt. Atlas-Feature ist das eigentliche Objekt und die Atlas-Geometrie ist sozusagen das Objekt, also in diesem Fall das Polygon der Gitterzelle, die jetzt gerade aktuell ist. All diese Atlas-bezogenen Variablen sind sehr wichtig, um zum Beispiel andere Inhalte des Kartenlayoutes einen Bezug zu dem Atlas-Feature zu geben. Ich gehe jetzt hier einmal raus und schauen wir uns das mal hier im Thema Übersicht an. Man sieht, wir sind jetzt hier auf Atlasblatt 23. Wenn ich jetzt eins weitergehe zu 24, dann wird das hier auch so angezeigt. Das kann ich umsetzen über eben eine einfache regelbasierte Darstellung. Wenn ich in die Symbolik klicke, dieses Layer, sieht man, es ist eine regelbasierte Darstellung, wo eine Regel genauer definiert ist, nämlich diese rote Darstellung. Und hier finden wir jetzt diesen Ausdruck $ID gleich Atlas Feature ID. Also wenn die Objektkennung der aktuellen Zeile der Objektkennung des aktuellen Atlas-Objektes entspricht, dann wird das Ganze rot dargestellt und über den Ausdruck else gilt für alle anderen Objekte wird diese Darstellung verwendet. Das gleiche Prinzip ist auch beim Thema Atlas, wo wir hier diese milchige Darstellung sehen. Hier sehen wir, hier können wir voll durchblicken, da ist es so ein bisschen abgedimmt und auch hier geht das Ganze über Atlas Feature ID, hier ohne Füllung und hier weiße Farbe mit transparent. Somit können wir über diese Variablen und über die Kartenthemen für unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Darstellungen umsetzen, für unterschiedliche Teilkarten und das Verhalten auch noch bezogen auf den Atlas steuern. Genauso könnte man, jetzt sieht man auf der Karte Bushaltestellen, wenn man einen Atlas über die Bushaltestellen macht, dass nur die Bushaltestelle, die im Atlas-Thema ist, angezeigt wird, die anderen nicht oder die anderen ausgegraut. Solche Dinge kann man darüber umsetzen. So, im Kartenlayout und im Zusammenhang mit dem Atlas spielen natürlich auch der Ausdruckseditor und die datendefinierte Übersteuerung eine große Rolle. Zum Beispiel, ich schalte das hier mal ab. Wenn wir jetzt hier gesteuert durch Atlas bestimmte Abstand, Rand um Objekt 10% auswählen und dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass wir hier einen Maßstab bekommen, der irgendwie mehr oder weniger krumm ist. Gerade wenn Objekte unterschiedlich groß sind, hier haben wir jetzt immer irgendwie 0,572. Wir können aber auch hier einfach einen Maßstab runden oder fest einstellen, wenn ich jetzt hier 5500 eingebe und ich aktiviere das im Ausdruckseditor, dann wird dieser Maßstab fest angewendet. Das gleiche gilt auch für die Positionierung von Elementen. Ich kann hier dieses Element jetzt nicht verschieben, weil ich die Position, Größe hier fest definiert habe. Das ist natürlich dann besonders nochmal spannend, wenn sich vor dem Hintergrund der Atlas-Objekte hier Größen dynamisch ändern sollen. Hier ist es jetzt ganz einfach, hier steht einfach 15 mm Abstand drin. Die Breite ist jetzt definiert über Layout PageWidth, das ist die Variable der Seitenbreite, minus 20. Dann bleibt hier sozusagen noch der Rest über, also wenn ich hier 15 habe, und ich sage 20, bleiben rechts hier noch 5 mm über für den rechten Abstand. Damit ist das klar definiert. Ähnlich habe ich es hier gemacht. Layout, Page Height, minus eines bestimmten Wertes. Also damit oder mit festen Werten kann ich das
genau definieren. Ich habe auch die Möglichkeit, andere Objekte, Elemente im Kartenlayout daran zu binden, zum Beispiel Tabellen. Hier ist ein Straßenverzeichnis aus einem Straßenlayer, der mit den Atlas-Objekten verschnitten worden ist. Jetzt sieht man, jetzt werden hier genau die Straßen angezeigt, die auf dieser Atlas-Seite zu sehen sind. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, bin ich bei den Einstellungen dieser Tabelle. Die Tabelle ist jetzt sogar ein Layer mit Geometrie. Das könnte natürlich auch eine geometrielose Tabelle sein. Und hier ist neben der Möglichkeit, die auf auszuwählen, einzuschränken, ausschließlich auf die auf der Karte sichtbaren Objekte oder einer allgemeinen Filterung auch möglich zu sagen, nur Objekte, die das Atlas-Objekt schneiden, sollen angezeigt werden. Wenn ich eine Geometrie habe, ist das mit die einfachere Möglichkeit. Es gibt auch bei der Filterung natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel über den Atlas-Feature-Name oder Ähnliches zu gehen. So, zu diesem Thema habe ich hier nochmal ein weiteres Layout geöffnet aus einem Projekt, wo es um Potenzialflächen für Großsolaranlagen in Rheinland-Pfalz geht. Wir haben hier jeweils für die Gemeinden eine Auswertung. Das heißt, der Abdeckungslayer im Atlas ist ein Layer mit Gemeindegeometrien. Dann gibt es sozusagen sehr viele Inhalte, unter anderem sozusagen die nach bestimmten Kriterien ermittelten Potenzialflächen, die hier irgendwie rot gepunktet dargestellt werden. Und wenn ich hier durch den Atlas gehe, sind das insgesamt über fast 700 Objekte, wo ich mir das dann entsprechend anschauen kann. Jede Atlasseite hat mehrere Einzelseiten. Also ich kann in einem Atlas sozusagen für jedes Atlasobjekt eine einzelne Seite ausgeben. So. Zögert das hier ein bisschen. So, eine kurze Unterbrechung war das, weil da hatte sich irgendwas aufgehängt. So, jetzt sehen wir hier, dass es verschiedene Seiten in diesem Layout gibt, die wieder über Themen zugeordnet worden sind. Das Thema AW-Karte, das Thema Ausschluss, das Thema Infrastruktur, wo man den Bezug zu Stromnetzen und Umspannwerken sieht. Hier Ausschlussflächen, hier ein Bezug zum Luftbild und hier ein WMS-Dienst mit den Alkes-Darstellungen. Die letzte Seite hat ein anderes Seitenformat. So, das heißt, über die Themen habe ich das hier gesteuert. Auch die Legende bezieht sich nur auf Objekte des Atlas, des Atlases und auch diese Tabelle hier wird wieder gefiltert. Das ist ein Vektorlayer. Hier ist die Filterung nach Gemeinde gleich Atlas Page Name, weil hier im Atlas selber habe ich den Gemeindenamen und der befindet sich auch in diesem Layer, was praktisch eine Übersicht ist über alle einzelnen Objekte. Hier sehen wir in dieser Gemeinde drei Objekte. Wenn ich die Filterung rausnehme, werden das halt über 1000 letztlich. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das hier nach Gemeinde gleich Atlas Page Name gemacht habe. Wenn das eine reine geometrielose Tabelle wäre, dann müsste man das so machen. Wenn es aber eine Geometrie gibt und die liegen im Atlas-Objekt, kann ich einfach sagen, nur das Atlas-Objekt schneidende Objekte. Es kommt aufs Gleiche raus. In diesem Fall würde das auch funktionieren mit einer Tabelle, die eben keine Geometrie hat, aber den Gemeindenamen bezogen auf diese Fläche könnte man das entsprechend auch zuordnen. Auch hier das gleiche Prinzip. Interessant ist nochmal ein Aspekt, auf den ich vielleicht ganz zum Schluss noch komme. Wir haben jetzt gesehen, dass wir hier jeweils
eine Steuerung über das Atlas-Objekt machen, Rand um Objekt 0. Das heißt, es ist jeweils die Gemeinde und das heißt natürlich, dass der Maßstab je nach Gemeinde unterschiedlich ist. Damit kein vollständig krummer Maßstab rauskommt, ich gehe mal auf Abschalten, wie jetzt hier 12.225, wurde hier über einen Ausdruck, der das Ganze rundet. At MapScale ist die Variable für den aktuellen Kartenmaßstab und jetzt habe ich hier Round minus 2, das heißt, ich bekomme hier hinten zwei Nullen, das wird gerundet, so dass ich einen etwas geglätteten Maßstab habe. So, warum haben wir das hier nicht so gemacht? Da habe ich es auf einer Stelle gemacht. Ich weiß jetzt nicht warum. So, bei dieser Karte habe ich immer einen Maßstab 1 zu 4900. Dafür ist das Kartenblatt immer unterschiedlich groß. Das heißt, das ist je nach Gemeinde kann das auch sehr groß sein. Das ist ein Thema, auf das wir vielleicht zum Schluss nochmal genauer eingehen. Hier sieht man, dass die Seitenbreite und Höhe über einen Ausdruck gesteuert wird. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, dass es etwas sperriger im Kern ist, sozusagen hier dieser Ausdruck. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, hier ist jetzt zweimal das Gleiche. Wie dem auch sei, also vom Grundsatz her, bezieht sich das auf die Atlas-Geometrie, um eben diesen entsprechenden Maßstab umzusetzen. Diese plus 20 ist jetzt praktisch, dass wir einen Seitenrand haben und hier wird das Ganze auf den Maßstab bezogen. Also die Atlas-Geometrie ist die Geometrie praktisch der Gemeinde, also das Polygon, und der Bereich Bounds-Width ist die Breite in Metern und über diesen Ausdruck kann ich dann das entsprechend steuern. Da gehe ich nochmal bei einem anderen Beispiel im Detail darauf ein, wenn wir dazu Zeit haben. So, der QGIS-Atlas ist auch noch für andere Dinge sehr praktisch. Wir haben hier im Rahmen von einem Wanderwegeprojekt Standorte von Bänken. Wenn ich hier mit der Maus drauf klicke, dann sieht man nochmal so eine Visualisierung von den einzelnen Bänken. Und für diese Bänke gibt es halt einen Atlas, welcher die Punktgeometrie der Bänke selber als Abdeckungslayer verwendet, um praktisch so eine Art Berichtsübersicht zu erzeugen mit einer Detailkarte, einer Übersichtskarte und verschiedene Informationen, insbesondere auch zu Schäden, die eben bei diesen Bänken erfasst werden. Also das ist praktisch so ähnlich wie so ein klassisches Kataster, wo bestimmte Dinge eingetragen werden können. Hier sieht man, bei Mängel ist hier, sind hier irgendwelche Mängel eingetragen worden und das soll in dem Atlas, hoppla, visualisiert werden, um eben auch Reparaturarbeiten und Ähnliches zu koordinieren. So, ich habe den Bänkeratlas aufgerufen. Interessant ist auch, dass hier in diesem Bänkeratlas auch Fotos der Bank angezeigt werden. Und das zwar können das auch mehrere Fotos sein. Und außerdem werden die Schäden eben bedingt angezeigt, wenn sie eigentlich vorhanden sind. Jetzt müssen wir mal schauen, genau das wollten wir noch machen. So, wenn ich diesen Atlas jetzt einschalte, dann sieht man, hoppla, jetzt sehen wir nur zwei Fotos. Es ist Platz für maximal 5. Da gehe ich nochmal drauf ein, wie das gesteuert wird. Die Grundstruktur des Atlas ist folgende. Ich habe, wie gesagt, die Bänke selber als Abdeckungslayer. Als Seitenname steht hier eine Attributspalte Fotoordner. Das hat damit zu tun, dass eben die richtigen Fotos auch angezeigt werden. Der Fotoordner ist praktisch der Name der Bank auch gleichzeitig. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann
sehen wir bei den Elementeigenschaften Fotoordner. Das heißt, es gibt ein bestimmtes, in einem Verzeichnis der Fotos gibt es einen Ordner 001 Oberlau, wo sich die Fotos drin befinden. Außerdem ist in dieser Überschrift der Gemeindename wiederum als Variable. Und vom Grundsatz her sehen wir, gibt es diese Karte hier, die Detailkarte, das ist die eigentliche Atlaskarte mit einem festen Maßstab. Und korrespondierend hierzu gibt es diese Übersichtskarte mit dem Atlasobjekt, was jetzt einfach über diesen Übersichtsstil dargestellt wird. So, und wenn ich mich jetzt hier lang bewege, dann sehen wir eben immer eine unterschiedliche Karte und verschiedene Einträge. Zum Beispiel sehen wir bei dieser Bank, dass hier auch Schäden vorhanden sind. Der ganze Atlas ist sehr lang, das sind insgesamt über 400 Einträge. Wenn ich jetzt das Ganze ausgeben möchte, nur nach Schäden, sagen wir, mich interessieren jetzt nur die Atlasseiten, wo Schäden vorhanden sind, dann habe ich die Möglichkeit, eben den Atlas auch zu filtern. Hier steht Filter nach. Felderwerte, jetzt gibt es hier irgendwo den Eintrag Mängel. Grundsätzlich ist eben, wenn Mängel erfasst werden, wird hier Mängel gleich 1 eingetragen. Also wenn ich jetzt sage, Mängel gleich 1, würden mir nur noch die Seiten angezeigt werden, wo halt ein Schaden vorhanden ist. Ich schalte einmal ein und einmal aus, damit sich das ein bisschen aktualisiert. Jetzt haben wir statt über 400 Einträge noch 181. Also nur noch Bänke, wo es einen erfassten Schaden gibt. Hier sieht man nochmal den Ausgabeausdruck. Das ist nochmal interessant. Wenn ich jetzt die Datei als PDF, den Atlas, ausgeben will, könnte das ja alles in ein PDF gedruckt werden. Das passiert, wenn ich Einzeldatei, wenn möglich, eingebe. Wenn ich es als Bild exportiere, müssen es eh immer Einzeldateien sein. Und hier habe ich einen Ausgabeausdruck, wo ich mir irgendwas zusammenstricken kann. Zum Beispiel steht hier einfach Bank, Gemeindename und der Atlas Page Name. Also es ist wieder dieser Foto-Atlas. Außerdem wird hier ein Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt, damit in dem Dateinamen keine Leerzeichen sind. Das heißt, jedes PDF ist dann entsprechend dem Bankenobjekt zuzuordnen. Jetzt sind hier noch zwei, sag ich mal, ganz interessante Sachen. Zum einen habe ich jetzt diese Darstellung, Bankform, Holz und so weiter, die stammt ja aus dem Layer selber. Und damit ich das Ganze schön formatiert habe und da nicht viel rumbasteln muss, habe ich eine etwas aufwendigere Vorbereitung gemacht. Nämlich das Ganze ist hier als HTML-Tabelle. Die zeige ich gleich nochmal an einer anderen Stelle, wo man den Code so ein bisschen besser sehen kann. Das heißt, über diese Darstellung als HTML darstellen, kann ich auch innerhalb eines Fensters unterschiedliche Formate, wie hier fett machen und auch so eine Auflistung haben, die bündig ist, ohne dass ich da rumbasteln muss, weil das jetzt praktisch eine HTML-Tabelle ist. Gehe ich gleich im Detail drauf ein. Das gleiche hier. Ich gehe aber nochmal zu den Fotos über. Wir sehen jetzt also hier unterschiedliche Fotos. Das können eben mehrere sein, 1 bis 5. Und wenn ich jetzt hier weiterklicke, da ist es sozusagen nur 1, hier sind es 2, irgendwo sind auch 5. Ich glaube, dann nehme ich nochmal gerade den Filter wieder raus. Dann sind wieder alle da, weil irgendwo in den ersten tauchen auch mal sehr viele Fotos auf.
So, hier habe ich jetzt zum Beispiel 5 verschiedene Fotos. So, wenn ich standardmäßig diese leeren Felder habe, wird da normalerweise so ein rotes Kreuz angezeigt. Das ist nicht so schön und damit es dann entsprechend wirklich leer ist, wenn kein Foto da ist, da kann man verschiedene Sachen machen. Jetzt erstmal zum Grundsätzlichen. Wenn ich jetzt schaue, wie ist das jetzt definiert, dieses Foto, dann sehe ich, hier ist ein Bild eingefügt, hier ist ein Ausdruck und hier steht Projekt Home, also sozusagen in dem Verzeichnis der Projektdatei gibt es einen Ordner Bänke und da gibt es einen Unterordner, das ist der Fotoordner und das ist gleichzeitig auch in diesem Fall der Atlas, nicht Layer-Name, Entschuldigung, der Atlas Page Name. So, ne? Also das heißt, ich könnte auch diese Variable da reinpacken, das käme aufs Gleiche raus. Ne? So, das ist folgende Struktur, wenn ich da in den Dateimanager hineinschaue, dann sieht man, hier ist der Ordner Bänke, hier ist irgendwo die Projektdatei und dort befinden sich eben Verzeichnisse mit dieser Durchnummerierung und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen nach 081 Lassbecker Mark, dann sehen wir hier 5 Fotos, 1 bis 5 JPG. Und die werden hier sozusagen alle in den Ordner immer mit 1 bis 5 durchnummeriert. Oder wenn nur 1 da ist, steht da halt 1 JPG. Und wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, dann steht das erste Foto für 1 JPG. Hoppla. Beim zweiten steht 2 JPG und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Foto leer ist, dann passiert Folgendes bei Position und Größe. Nein, bei Darstellung. Ursprünglich hatte ich praktisch dieses Bild dann rausgeschoben. Das kann man hier, glaube ich, noch drin sehen, diesen Ausdruck. Und zwar wird geprüft über File Exists, ob diese Datei 3 JPG überhaupt existiert. Und wenn sie existiert, wird hier die Position mit Layout Page with 10 definiert. Und ansonsten kommt der Wert 400, der außerhalb der Papierseite ist. So, das sah ein bisschen lustig aus, weil dann praktisch dieses Bildchen außerhalb war und dann ist mir eingefallen, eigentlich ist das wieder zu kompliziert gedacht. Ich kann auch hier über die Deckkraft das steuern und sagen, wenn ich jetzt da drauf gehe, es ist kein Bild vorhanden, wieder File Exists, dann ist der Wert ja. Entschuldigung. Also wenn die Datei existiert, dann ist die Transparenz 100, also sozusagen nicht die Transparenz, sondern die Deckkraft. Und wenn nicht, 0, wird das, ist das nicht sichtbar. Oder alternativ könnte man es auch hier machen, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Man könnte auch sagen, wenn die Datei existiert, dann wird dieses Objekt nicht aus dem Export rausgenommen. Wenn die nicht existiert, wird der Rahmen nicht exportiert. Nochmal kurz zum Verständnis, mit dieser Transparenz oder dem Ausblenden ist, wenn ich das Ganze jetzt hier einmal abschalte, dann sieht man, ist dieses rote Kreuz da irgendwie. Und das ist natürlich ein bisschen lästig, wenn diese Kreuze da irgendwo rum sind, wenn kein Foto vorhanden ist. Das war sozusagen der Grund für diese Aktion. Also ich kann Bilder einbinden, aber wenn ich nicht das gleiche Bild auf jeder Atlasseite haben will, dann muss ich den Ort
wo sich die Bilder befinden, natürlich in irgendeinem Bezug zur Atlas-Seite nehmen. Hier ist es so, dass praktisch dieser Atlas-Page-Name der Name dieses Fotoverzeichnisses ist. Die Bilder selbst haben immer feste Namen von 0 bis 1 JPG. Und so kann ich das erreichen, dass ich eben bezogen auf den Atlas die passenden Bilder habe und dass ich diese Bilder eben sogar auch mit mehreren Bildern arbeiten kann. So weiter. So, jetzt kommen wir noch einmal zu dieser Beschriftung mit diesen HTML-Ausdrücken. Wenn man reinschaut, das ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen zeige ich das nochmal in einem Texteditor. Vom Prinzip kann ich im einfachsten Fall HTML-Formatierung verwenden. Ich habe mir das mal für mich irgendwo aufgeschrieben. Was weiß ich, Zeilenumbruch ist dieses BR. Wenn ich etwas fett machen will, ist es der große das große B in spitzen Klammern, dazwischen der Text. Und mit dem Schrägstrich B in der Klammer wird der fette Bereich wieder geändert, zu nicht fett umgesetzt. Und so kann ich eben verschiedene Formatierungen einfügen. Und mit dem Konzept der Tabelle kann ich so eine Formatierung, so eine Tabellenansicht erzeugen. Wie man jetzt hier sieht, eine Tabelle wird über Table eingefügt, Tabellenzeilen über dieses TR. Tabellenspalten über TD und dann sieht das Ganze so aus. Es ist immer eine Frage, wie verknüpfe ich das sozusagen, den Ausdruck mit dem HTML. Jetzt ist hier ist noch irgendwas anderes drin, wo ich irgendwelche Zeichen ersetze. Das können wir mal gerade ignorieren. Aber jetzt vom Prinzip ist die Tabelle das. Ich habe über Concat die einzelnen Sachen hier zusammengezogen, weil es taucht zwischendrin, muss ich ja meine Ausdrücke dort reinpacken. Also das heißt, das ist ja der Spaltennamen, der Spaltennamen für das Material. Hier kommt nochmal hin eine Abfrage, also wenn beim Mülleimer der Wert 1 steht, dann kommt da ja hin, ansonsten nein. Und hier oben ist einfach der Text für die Beschreibung, um was es geht. Das heißt, hier ist eine Tabelle, es wird eine Spalte eingefügt, eine Zeile eingefügt mit zwei Spalten. Und in der einen Spalte steht einfach Bankform. Vorher wird nochmal die Position in der Tabelle, denn über dieses B wird das Ganze fett formatiert. Und dann kommt in der nächsten Spalte eben der Ausdruck aus der Tabelle, eben die Bankform. So, Bankform, Bank mit Lehne. Und so weiter. Bankgestell und eben mit dem Mülleimer ja, nein. So, wenn man das noch nicht gemacht hat, das ist ein bisschen sperrig, aber es ist wirklich sehr, sehr nützlich, um gerade so bei größeren Atlanten, die so einen Berichtscharakter haben, solche Dinge umzusetzen. Hier ist es vom Prinzip ähnlich. Außer, dass hier nochmal eine Abfrage ist, eben wenn das Ganze leer ist, beziehungsweise da jetzt kein Nullwert drin, sondern irgendwie zwei Leerzeichen. Deswegen habe ich hier diese Abfrage mit der Länge gemacht. Also sozusagen, das heißt, wenn praktisch bei Mängelbeplankung kein Eintrag vorhanden ist, dann taucht auch keine Zeile auf. Hier sieht man Mülleimer und Verschmutzung. Wieder das gleiche Prinzip wie hier. Hier wird der Mülleimer angezeigt. Mülleimer als fette Überschrift und Mangelmülleimer als Attributspalte. Der Vorteil ist, dass ich eben das sehr ordentlich und schick hinbekomme und nicht so viel da hin und her basteln muss, weil wenn ich das hier praktisch als einzelne Ausdrücke einfach eintrage, habe ich hier praktisch immer keine klare Randlinie und muss da letztlich doch fast einzeln immer hinterhergehen. So. So, jetzt gehen wir noch einmal zum Thema Seitenformate an Atlasgeometrie anpassen, also zu einer dynamischen Darstellung der Seitengröße. Jetzt habe ich hier folgendes Beispiel. Ich habe hier
ein Layer mit Abgrenzung von Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen, die in einen Atlas umgesetzt werden und die eben sehr unterschiedliche Geometrien haben, teilweise sehr große West-Ost-Ausdehnung, teilweise eine größere Nord-Süd-Ausdehnung. Das Ganze hier habe ich auch als ein Workshop-Dokument, also mit diesem Projekt und mit einem PDF, welches das erläutert, das kann ich Ihnen sozusagen auch zum Download zur Verfügung stellen. So. Auch hier ist wieder eine Unterscheidung zwischen Atlas-Objekt und Übrige über dieses Atlas-Feature-ID. Und wenn ich jetzt mir ein Layout hier angucke, das erste, schalte das ein, dann sehe ich wieder hier, dass ich hier mein Gebiet habe, eine Legende, die sich darauf bezieht, eine Tabelle mit den Gemeinden, die wieder über das Atlas-Objekt verbunden wird und die NSG-Nummer als Tabelle und hier eine Kennung. An dieser Stelle noch der Bezug sogar zu einer HTML-Datei. Das ist praktisch das gleiche Prinzip wie bei den Fotos, dass ich hier über Projektfolder, Objects, Reports ein Verzeichnis und hier über die Kennung die Verbindung herstelle. Und auch das ist in dem Fall eigentlich auch das Atlas-Feature. Also das heißt, ich könnte jetzt hier auch wieder bei dieser Zuordnung statt Kennung die Variable Atlas Page Name verwenden. Hoppla. Oh, hier ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Jetzt mache ich mal eine kurze Pause. Okay, das Problem untersuche ich nochmal später. Das war so ein kleiner Vorführeffekt. Wir gehen jetzt einfach nochmal zu diesem Bereich Seitenformat. Wenn ich das Ganze jetzt durchklicke, dann sehen wir, dass hier bei diesem Objekt das Ganze auf Querformat umschaltet. Und wenn die Objekte wieder höher sind als breit, auch Hochformat. Wenn ich sogar noch weiter nach hinten gehe, wenn die Objekte sehr groß sind, wie dieses hier, dann wird sogar das Seitenformat auf DIN A3 geändert. So, wie funktioniert das? Ich lasse mir jetzt einmal die Seiteneigenschaften anzeigen. So, hier steht Hochformat. Und wenn ich hier drauf gehe, dann steht Folgendes da. Ich mache nochmal einen Zeilenumbruch. Atlas-Geometrie ist praktisch wieder die Geometrie des Naturschutzgebietes, weil das ja der Abdeckungslayer ist. Brown-Swiss ist die Breite sozusagen, also die Ost-West-Ausdehnung. Und Brown-Height ist die Nord-Süd-Ausdehnung der Bounding-Box, also des Umgebungsrechteckes. So, und jetzt wird einfach gesagt, wenn die Atlas-Geometrie eine größere West-Ost-Ausdehnung hat als Nord-Süd-Ausdehnung, also ist die Atlas-Geometrie breiter als schmal, dann im Querformat, sonst im Hochformat, das ist das Ziel. Then Landscape, das ist sozusagen die Umschreibung hier für Querformat, in allen anderen Fällen Portrait, also Hochformat. Die Seitengröße ist ebenso definiert und zwar war da die Überlegung, wenn die Breite oder Höhe des Naturschutzgebietes, also die Ost-West- oder Nord-Süd-Ausdehnung größer ist als 12.000 Meter, 12 Kilometer, dann A3, in allen anderen Fällen A4. So, dieser Ausdruck hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Dinge. Zum Beispiel, wenn ich weitergehe, ist ja auch das Kartenfenster im Hochformat anders als im Querformat. Folglich muss ich auch die Ausrichtung des Kartenfensters über einen Ausdruck steuern. Die X- und Y-Position bleibt gleich, weil das ist einfach die Aufhängung hier links oben.
mit 8 und 14. Da ist nur ein einfacher Zahlenausdruck. Das ändert sich nicht, aber die Breite und die Höhe muss ich natürlich entsprechend anpassen. Also finde ich hier wieder praktisch die gleiche Darstellung mit einem verschachtelten Ausdruck. Die Größe wird hier einmal definiert, also wird erstmal gefragt, ist das größer als 12.000? Also wenn Breite oder Höhe größer als 12.000, dann habe ich ja das Papierformat A3. Das hätte ich hier wahrscheinlich jetzt auch schon direkt ansprechen können. Und jetzt wird eben die Größe hier definiert, also wenn wieder die Ost-West-Ausdehnung, also die Breite größer ist als die Höhe, dann bekommt das Ganze eine Breite von 300 und in allen anderen Fällen 220. Und wenn das Ganze eben kleiner ist als 12.000, dann tritt dieser Else-Ausdruck in Kraft und es wird hier wieder entsprechend die Breite definiert. So, das muss ich natürlich bei verschiedenen Objekten machen. Auch bei diesem hier ist es ganz ähnlich. Auch hier muss ich entsprechend die Breite anpassen. Bei manchen Objekten muss ich die Aufhängung verändern. Also wenn ich jetzt hier weitergehe, ist zum Beispiel die Lage dieser Tabelle. Unterschiedlich und da muss ich gar nicht so einen komplexen Ausdruck machen, sondern kann in vielen Fällen auch sagen, also wie in diesem Fall, ich gehe von der Seitenhöhe aus. Also Layout Page Height minus 20 ist immer die Position auf der Y-Achse und das ist dann egal, ob Quer- oder Hochformat ist. Auch hier wird das Ganze über Layout Page Height gesteuert. Auf diese Art und Weise können wir also eine sich dynamisch anpassende Seite erreichen. So, ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr viel Zeit. Jetzt habe ich hier noch ein Beispiel, was wieder auch mit einem ähnlichen Konzept funktioniert, nur dass ich hier praktisch immer den gleichen Maßstab habe und ein freies Plotformat sich dann je nach Geometrie entwickelt. Auch das ist über entsprechende Ausdrücke umgesetzt. Wie gesagt, dieses Projekt und das PDF, was den Ablauf hier erläutert, das können Sie sich gerne runterladen auf der Seite, die ich Ihnen gleich noch zeige. So, als allerletztes nochmal, interessant ist auch nochmal, wenn ich jetzt mir eine Atlasgeometrie, so ein Blattschnittgitter erzeugen will, dann habe ich schnell das Problem, also ich habe eine bestimmte Vorstellung, DIN A4, DIN A3, dieser und jener Maßstab. Das kann ich ja vom Grundsatz her mit diesem Werkzeug Gitter umsetzen. Aber ich muss mir natürlich dann immer wieder das Verhältnis zwischen meinem Maßstab und so weiter überlegen. Ich habe mir das einmal in ein Modell umgesetzt, das ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen kann, wo ich praktisch eingeben kann, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt diesen Atlas haben auf Hochformat, HF statt QF, im Maßstab, sagen wir mal 1 zu 5, oder sagen wir 1 zu 10.000 und der soll auf der horizontalen und auf der vertikalen 90% der Seite bedecken. Wenn ich 100% habe, macht das auf 100% und das Ganze im Format A3. Ich habe hier nochmal so eine QML-Datei als Vorlage, dass es gleich durchnummeriert wird und wenn ich das eingegeben habe, achso, ich muss noch die Ausdehnung definieren, auf Kartenausschnitt zeigen, ziehe ich mir hier einen Rahmen auf, dann kann ich jetzt mein neues Gitter erzeugen und sehe, dass dieses jetzt so aussieht.
eben für DIN A3 und so weiter. Das ist ein Modeler-Tool, was ich erstellt habe, wo ich praktisch beim Erstellen des Gitters den horizontalen und den vertikalen Ausdehnung über einen Ausdruck umgesetzt habe. Da haben wir jetzt nicht mehr so richtig Zeit, das zu erläutern, aber ich würde Ihnen auch irgendwie dieses Modell zur Verfügung stellen. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und ich beende jetzt diese Live-Demo zum Atlas-Werkzeug und ja, freue mich auf die Fragen und hoffe, dass Sie einiges davon mitgenommen haben. Halt, eins habe ich noch vergessen. Das Material zum Download, das stelle ich hier auf dieser Seite, den Link ein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch und Ihnen einen weiteren guten Online-Tagungstag. Gut. Wir haben nun, wie gesagt, entsprechend die Demo-Session von dem Klaas, wie gesagt, gehört. Und er hat uns ja einige Tricks und Kniffe gezeigt. Und währenddessen sind auch ein paar Fragen eingegangen. Wir haben eine Frage mit relativ vielen Boards. Und da geht es darum, in welcher Quelle suche ich am besten nach den Erklärungen für den Ausdruckseditor für QGIS? Oder gibt es bereits eine Sammlung verschiedener Ausdrücke, zum Beispiel, wie ich die Tabelle erstellen kann? Kannst du uns da helfen, Klaas? Das ist immer nicht so ganz einfach. Der Ausdruckseditor hat ja einigermaßen gute Hilfe, wobei da viele Sachen eben gerade für den Einsteiger auch so ein bisschen kryptisch sind. Jetzt speziell zu diesem Atlas-Thema hatte ich jetzt gerade ja nochmal einen Link geschickt über die Bühne, wo man jetzt auch in Bezug zu diesem Vortrag noch Sachen runterladen kann. Da ist unter anderem ein mehrseitiges PDF-Dokument, wo es um diese dynamische Seitenanpassung geht und wo auch viele Ausdrücke erläutert sind, auch diese Geschichte, wie man so eine Wenn-Dann-Abfrage macht, diese Case-Wenn-Geschichte und vieles, was zum Atlas ist. Ansonsten wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wo so eine gänzliche Auflistung ist, ne? Weil bin ich jetzt auch überfragt. Aber wie gesagt, vieles von dem, was ich jetzt erwähnt habe, das könnt ihr halt in diesem PDF euch auch anschauen. Ne? Also könnt das einfach über diesen Link runterladen. Okay, dann vielen Dank für das PDF. Eine weitere Frage war noch, gibt es Templates oder Beispiele für das Layout beziehungsweise für die Ausdrücke, die man als Vorlage für eigene Projekte nutzen kann? Wo da irgendwas öffentlich zur Verfügung ist, bin ich jetzt auch eher überfragt, aber auch in diesem Download, den ich da bereitgestellt habe, da sind ist zum Beispiel dieses Musterprojekt mit diesen nordrhein-westfälischen Naturschutzgebieten, wo ja viele Vorlagen sind, das ist dabei, das könnt ihr euch runterladen und da halt reinschauen und sich das nochmal in Ruhe angucken, wie das jetzt mit diesen dynamischen Seitenformaten und sowas funktioniert. Ja, das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Auch diese Modeler-Tools, die ich ganz am Schluss auf Schnelle gezeigt habe, wie mache ich so einen Blattschnitt oder auch noch, wie man praktisch einen Blattschnitt an einer Linie entlang führt, das ist da auch nochmal erläutert. Wunderbar, vielen Dank. Ich denke, zeitlich eine Frage schaffen wir noch. Wir haben ja noch eine mit mehreren Votes. Da fragt eine Person, dass sie möchte, dass Abdeckungslayer in die Gemeindegrenzen verwendet werden. Und bei ihrem Atlas soll der Maßstab immer gleich bleiben und die Seitengröße soll sich entsprechend automatisch anpassen. Ist das möglich? Ja, das war sozusagen dieses letzte Beispiel. Das ist auch in dem PDF und in dem Beispiel-Layer mit enthalten. Also da muss man mal gucken. Das ist ein bisschen aufwendiger vom Prinzip. Nehme ich mir praktisch den Abdeckungslayer, schaue, was der für eine Ausdehnung hat und bringe das sozusagen wieder mit dem Seitenformat zusammen. Und in diesem einen Beispiel, das ist in diesem Projekt, wenn ihr das runterlädt, das Layout 2, da findet es statt und das ist auch im PDF erläutert, dass ich immer den gleichen Maßstab habe, aber dass sich das Seitenformat entsprechend anpasst. Ne? Das ist dann ja die Konsequenz, wenn es sehr große Unterschiede sind, muss ich ja irgendwie entweder das Seitenformat oder zumindest das Kartenfenster anpassen. Und das kann ich eben immer über diese Atlasgeometrie, über die Ausdehnung der Atlasgeometrie, kann ich das steuern. Ne? Also das kann man sich da nochmal in Ruhe angucken in diesem Beispielprojekt.
Okay, komm, Klaas, eine schaffen wir noch. Kann ich mit den Werten in einer Tabelle auch rechnen, um sie dann als Variable im Atlas auszugeben? Ja, also das ging ja auch um das Aggregieren. Ich kann natürlich sozusagen im Feldrechner mit diesen Sachen rechnen. Ich kann zum Beispiel auch über die Aggregatfunktion im Feldrechner Sachen zusammenfassen, summieren und ähnliches. Und das natürlich auch auf die Atlas-Seite bringen, wenn das jetzt eine generelle Übersicht ist, die gleiche, immer diesen gleichen Summenwert. Oder soweit ich eine Beziehung zu dem Atlas-Feature herbekomme, kann ich das eben entsprechend auch reinbringen. Und es gibt ja, sage ich jetzt mal, im Feldrechner diese Aggregatfunktionen, die sollte man sich da angucken. Es gibt sogar noch dieses, in den Aggregatfunktionen, dieses Aggregate, wo ich noch auf andere Layer zugreifen kann, wo ich dann eine Beziehung herstellen kann zu dem Atlas-Layer. Also insofern kann man das machen, angefangen von einfachen Sachen bis halt zu sehr aufwendigen Sachen. Mhm. Da ist wieder der Ausdruckseditor der Dreh- und Angelpunkt, aber ich kann eben mit den Sachen rechnen und die entsprechend im Atlas auch wieder verwenden. Dann danke ich dir, Klaas. Vielen, vielen Dank für deine Demo-Session, für deine Punkte. Wie gesagt, du hältst ja noch einen Workshop, bist ja auch sicherlich dann auch im Nachgang oder generell erreichbar, wo die Leute dich kontaktieren können. Ja, also ne, wie gesagt, ja, ich habe jetzt in einer Stunde noch einen Workshop, da kann natürlich nicht jeder sein. Ich schaue auch noch mal auf dieser Wiese da hatte ich mich jetzt noch gar nicht so bewegt, wie ich da zurechtkomme. Und ja, freue mich natürlich, wenn mich Leute fragen. Und danke ansonsten für die Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut.